Hier finden ihre Bälle statt, nehme ich an. Im Winter, jede zweite Woche. Ich fürchte, Highbury könnte Sie enttäuschen, Mr. Churchill. Wir haben nicht genug Gesellschaft, um zu tanzen. Ein Gasthof dieser Größe hat immer einen Ballsaal. Und wo es einen Ballsaal gibt, da gibt es auch einen Ball. Man kann nicht leben, ohne zu tanzen. Es sind Fälle bekannt von jungen Menschen, die viele, viele Monate erfolgreich ohne jegliche Tanzveranstaltung ausgekommen sind. Und das ohne an Körper oder Geist Schaden zu nehmen. Aber jemand, der das Vergnügen herumzuwirbeln einmal entdeckt hat, der muss schon sehr schwermütig sein, wenn er nicht nach mehr verlangt. Ihnen ist es sehr schmutzig. Ach, meine Liebe, du bist so wählerisch. Im Kerzenlicht erscheint es so sauber wie Randalls. Wir brauchen einen Ball. Ja, und wenn es soweit ist, darf ich für die ersten zwei Tänze um Ihre Hand bitten. Sie denken, ich sollte den Antrag ablehnen. Ich sehe es als allgemeine Regel, Harriet, dass wenn eine Frau zweifelt, ob sie einen Mann erhören soll oder nicht, sie ihn unbedingt abweisen sollte. Vielleicht ist es sicherer. Denken Sie, ich sollte besser Nein sagen? Um nichts in der Welt werde ich Ihre Entscheidung vorgreifen. Sie müssen selbst über Ihr Glück bestimmen. Ich bin nun durchaus entschlossen und habe meine Entscheidung beinahe gefällt, dass ich seinen Antrag ablehnen werde. Mr. Ayrton! Ich muss mir diese kostbare Gelegenheit zunutze machen, um Ihnen meine Gefühle zu gestehen, die Sie bereits kennen. Meine glühende Verehrung. Mr. Ayrton! Sie vergessen sich. Ich bin bereit zu sterben, wenn Sie mich ablehnen. Sie halten mich für meine Freundin. Jede Botschaft für Miss Smith werde ich mit Freude übermitteln. Für Miss Smith? Eine Botschaft für Miss Smith? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Gedanken an Miss Smith verschwendet. Mich nie für sie interessiert, es sei denn als ihre Freundin. Es ist mir gleich, ob sie tot oder lebendig ist, es sei denn als ihre Freundin. Oh, Miss Woodhouse. Wer kann an Miss Smith denken, wenn Miss Woodhouse in der Nähe ist? Alles, was ich seit vielen Wochen sage und tue, hat nur den einzigen Sinn, meine Verehrung zu zeigen. Ihnen. Mr. Knightley. Es muss ein scheußlicher Gang gewesen sein. Keineswegs, Sir. Es ist ein wunderschöner Abend. Aber es muss doch schmutzig und nasskalt sein. Schmutzig, Sir? Sehen Sie meine Schuhe an. Kein einziger Spritzer. Wie geht es Ihnen? Ich kam, um zu gratulieren. Gratulieren? Oh, die Hochzeit. Ein entsetzlicher Tag. Wie war Ihnen allen zumute? Wer schluchzte am meisten? Wir waren die charmantesten Gäste. Alle waren herausgeputzt. Keine Träne und kaum ein langes Gesicht waren zu sehen. Bringt den Kaminschirm etwas näher. Mr. Knightley muss frösteln. Und was ist mit Frank Churchill? Ist er so gut aussehend, wie sein Vater in Aussicht gestellt hat? Er ist nicht gekommen. Sie hat eine schlimme Erkältung, das arme Kind. Man stelle sich vor, seit dem 7. November, seitdem hat sie sich nicht erholt. Und ihre lieben Freunde, die Campbells, hielten es für sie am besten, heimatliche Luft zu atmen, die ihr immer gut bekommt. Ich hoffe, ihrem Vater geht es gut. Es geht ihm gut. Vielen Dank. Sie ist untröstlich, von ihren lieben Freunden, den Campbells, getrennt zu sein. Und Mrs. Dixon und Mr. Dixon, der mehr als liebenswürdige junge Mann, der ihr einen so großen Dienst erwiesen hat, in Weymouth im Oktober. Mir schaudert noch beim Gedanken, was passiert wäre, wäre Mr. Dixon nicht gewesen. Bei den Wellen und dem Wasser und den Segeln. Oh, so ein liebenswürdiger Mann. Oh je. Liebe hochgeschätzte Freunde, wir sind heute hier in dieser Zeit von großer menschlicher Unschuld. Unschuld?
Unschuld. Nicht? Mr. Elton! Emma. Vermutlich ohne finanzielle Versorgung und sicher ohne angesehene Verwandtschaft. Miss Woodhouse, Miss Woodhouse, große Neuigkeiten.